Und weiter geht's. Ja, es tut mir schrecklich leid, aber es ist einfach unspielbar ohne Waffen. Gerade jetzt. Ich war mal so frei, mir eine Psi-Amp und einen Schraubenschlüssel zu holen. Die Sachen haben wir schon gefunden. Wo das herkommt, keine Ahnung. Was bist du? Ach, das ist die Batterie, die habe ich dir gegeben, ja. Ah, gut. Ich geh mal wieder auf. Kann ich nicht. Oh, die ist irgendwie verbuggt, okay. Ist kaputt, genau. No. Außerdem also habe ich jetzt meine Granatwerfer, den wir nach dem letzten Mal Spielstand wiederherstellen nicht mehr mitgenommen haben, was ich nämlich bereue. Und den ganzen nervigen Bereich wollte ich nicht noch einmal wiederholen müssen. Mhm. Verzeiht mir. Dafür, dass... Obwohl, ich habe gar nichts getan. Du hast mich darum gebeten, den zu holen. Von daher... Ich habe dich nicht darum gebeten, ich habe dich dazu gezwungen. Unterschied. Richtig. Das machst aber nicht besser. Erstmal Gesaufs mitnehmen wieder. Oh, was ist das? Ah, Security. Jo. Hätten wir vorher wissen müssen. Egal. Moment, lass es. Muss. Steht er, da hinten steht er. Da soll ich stehen bleiben, mal ruhig. Da bleibt er stehen, ruhig. Ist alles gut. Und da ich offenbar sämtliche Stats verloren habe, entgegen meiner Annahme von vorher, ja. Ich glaube, Granaten haben auch so ein bisschen ihr Verhalten geändert in dem Spiel jetzt. Ich habe es direkt auf den gefeuert, der ist... Ach! Ich habe den ja gerade geupgradet, den Granatenwerfer. Was habe ich im echten Spiel nie getan? Die Granaten fliegen jetzt schneller. Aha. Ich habe also anscheinend, keine Ahnung, so einen Propangascontainer dran geschraubt oder so, was weiß ich. So Luftdruck. Bestimmt, ja. Und das heißt, der ist jetzt an die Wand hinter ihm geflogen, oder wie? Ja, ist abgeprallt und quasi hinter dich gefallen und dann irgendwie nach ein paar Sekunden explodiert. Ah ja. Weil die Explosionszeit ist, glaube ich, gleich geblieben, wie es scheint. You're not also, running away from me. Eher ein Downgrade als ein Upgrade. Keine Ahnung. Warum bin ich so schwächlich? So schwächlich. So unbeschreiblich schwächlich? Hm. Keine Ahnung. So schwächlich warst du eigentlich nie, ne? Und liegt was ich haben will. Ein French-Epstein-Gerät. Okay, dann darfst du das gerne haben. Dann nehme ich mir einfach zur Feier des Tages. Nimm die Zeitschrift. Die volle Wahrheit der UNN. The Pen. Das ist ein Stift? Okay. Ja, ja. Kann Kuli sein, ich sehe es ja. Weedlock. Achso, wir hatten ja noch einen vor und vorher gefunden. Ich muss jetzt mal was trinken. Captain, I'm getting confusing messages from all decks about strange creatures. Oder hörst du es gerade? Ich höre gerade. I don't understand what's going on. It's bad enough that day after day there are more malfunctioning bots. But creatures? That doesn't make any sense. Where the heck would they come from? Okay. Gehen wir auf die Brücke? Oder gehen wir erstmal in die Krugquartiere? Achso. Haben wir nicht noch eine Log? Stimmt. Captain, Security no longer have control of the bots. Their controls have been bypassed and that's why they no longer have access. I don't know who's controlling the bots, but they're attacking our own people now. Is it possible the soldier statements about Ponterby Station were right? And now we really do have to deal with Showdown. Ich werde so fett werden. Warum? Weil ich gerade alle 11 Hamburger gegessen habe, die Captain Weber im... Hui! Da vorne ist... eine Laserpistole. Alter, wie arm! Wie armselig ist das denn? Show. Soll ein Normalsterblicher das denn schaffen? Ich will jetzt mit der MP-Granate rangehen, aber ich bezweifle, dass die je treffen wird. Ich Lockvogel mal nochmal, ne? Ja, dann warte, bis ich da bin, bevor du dich umbringst, bevor was passiert. Okay, hi. Hi. Der zieht mich nicht mit. Deck fest. Okay, down. Schön. You can't help your captain anymore. If you enter the bridge, I will kill you. Ich find's
schön, wie einfach der Soundfall für die Lache was ganz anderes ist als der Rest. Ja. Aber uns umzubringen ist keine Drohung mehr, das ist schon oft genug passiert. Mhm. Wir rennen einfach immer und immer... Warte, haben wir... Ist das jetzt das Ende? Ich glaube nicht, nein. Wir waren hier auf Deck 4. Und wir brauchen einen Brückenzugangsschlüssel. Okay. Also wieder zurück. Ui. Die Dinger sind nur für einen konstruiert. Und vor allem überholen mich nicht im Antigravschacht. Das gehört sich nicht. Ich war schon vor dir in dem Teil drin. Nicht bei mir. Ach, diese Asynchronität. Hier runter? Hier runter. Ich höre mir erstmal die Aufsicht aus. Bist du wirklich in jedem Quartier gewesen? Nee. Aber hier unten ist eine Bar. Ich habe die Quartiere einfach mal alle durch. Ah, hier, schau mal. Ich bin gerade beschäftigt, gegen ASN3 zu kämpfen. Wer ist das? Ein Cyberkiller. Ah. Du machst das schon. So, wo habt ihr jetzt aufgegeben? Wo bist du, links oder rechts? Ich bin gleich die erste Tür rein. Okay. Ich bin auch gleich die erste Tür wieder raus. Ah, ich höre Würmer. Oh, hallo. Ich bin gerade wieder vor Schulans Füßen. Wieso rennst du eigentlich immer? Nein, ich habe soeben eine Standard-Kampfpanzerung gefunden. Was? Ja, die liegt hier rum. Aber ich konnte sie nicht aufheben. Weil ich erschossen wurde. Du hörst die Schüsse. Ich verschaff dir Zeit. Ja, ich löse die Schüsse aus. Down. Gut. Da oben drin ist die Panzerung. Jo. Ich habe mir so eine leichte genommen, mal abgesehen davon, dass ich sie sowieso nicht tragen kann, weil ich nicht ja, genau auswendig... Strength von 4. Auswendig. Ich brauche bald eh Stärke von 6, also... Ach, das sind Sprengwürmer. Hilfe, Sprengwürmer. Ja, das war leicht Overkill, glaube ich. Aber gut, das dürfte geholfen haben. Kriegt ihr da oben, die da oben in der Decke steckt, nicht kaputt? Okay, alles down. Gut. Ich habe einfach mit meiner Schrotter drauf geschossen, das war mir scheißegal, ich hasse diese Viecher. Wurstchen. Was ist? Wurstchen auf dem Teller. Jeder Brite, den ich bisher dabei gehört habe, wie er Würstchen ausspricht, hat tatsächlich Wurstchen gesagt. Ja, wie denn, warum denn wohl? Expert-Tech, okay, und Brückenzugangsgrad, okay, gut. Wir gucken trotzdem noch weiter, nehme ich an. Oh, das ist ein Gemeinschaftsbad. Jo, und eine Lok. Hören. Ach, I don't know about you, but I find the stench on the bridge almost unbearable. It's the captain's new perfume. It smells so bloody horrible, it's a wonder he hasn't set off the bioalarm. Ach. I don't know about you, but I find the stench on the bridge almost unbearable. It's the captain's new perfume. It smells so bloody horrible, it's a wonder he hasn't set off the bioalarms yet. Yeah, seriously! I know it will be difficult to talk to her about it. You know what the captain's like. I don't know what's worse, listening to that dodgy bloody accent or the stench! Why don't we solve this problem in a diplomatic way? The day after tomorrow is the captain's birthday, yeah? So why don't we pool our money together, buy her some really expensive perfume. Ja, die tun sich damit keinen großen Gefallen, ne? You know, like most women, she'll be pleased and she'll use it. Okay, yeah, it's gonna cost a fortune. But bei, wo bist du? Am Weg. Ah ja, ich bin nämlich auch gerade verreckt, also... Ah, da. War hochsicher. Ja, also entweder ist... Die Kapitäne fast am Kotzen oder die Crew ist fast am Kotzen. Was ist das kleinere Übel? Besser sagen. Eine grüne Birne. Eine Banane. Warum werden die Birnen nach Farben aufgeteilt und die Bananen nicht? Das ist Diskriminierung. Keine Ahnung.
Denk doch mal an die ganzen roten Birnen. Und die grauen Birnen. Ja, Entchen. Oh, hast du eigentlich gesehen, dass die Kapitänin ein Special-Entchen hatte? Nein, habe ich nicht. Ich habe einen weiteren Log gefunden. Gut. Und bin gestorben. Dr. Slade told me he saw the captain storming off towards the kitchen last night in a nighty. In a nighty? Wow, that must have been a sight to behold. And I missed it. What a bummer. Do you think the security cam on deck 4 recorded it? I'm going to ask Parker from security. He owes me one anyway, because he lost the last race. Das ist eine ganz komische Moral, die sie hier haben. Ja. Schieben alle Zwerge durch die Gegend. Hallo Shodan. Lass dich ablenken. Well job, good done. Ja. Ich hab nur noch 8 Mal panzerbrechende Munition. Piu. Mal schauen. Ist wo laufen wir eigentlich hin? Andere Richtung war ich das. Guck nochmal kurz, ob hier irgendwas Neues ist. Zum Beispiel ein Real-Life-Bild. Also eins in Farbe. Ah, das ist das. Dieselben gibt es aber auch so überall zu sehen. Also gerade in den Logs immer. Ja, aber das war nicht richtig in Farbe. Ist das so eine, Ernie-Puppe? Das ist eine Ernie-Puppe. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Ernie Regenbogen getragen hat, aber gut. Ja, Ernie. Steht sogar drauf. Toll. Jetzt mal. Christine, falls du das hier siehst. Rechts wie auf Ernie. Ernie lache. Werde was? Kann, aber ich kann ihn nicht. Vor allem, ich bezweifle sehr stark, dass das jetzt noch geändert wird. Wohl wahr, aber einen Anstoß kann man ja mal geben. Was mies war, ich war einmal hier reingegangen, ne? Hm? Ja, hier ist wirklich eine Special-Ente. Ja, aber nice. Aber ich hab's einmal hier reingeschafft durch die ganzen Gegner. Bin hier um die Kurve gegangen und stand hier bei dem Friendly-Abschein-Gerät, hier stand eine Shodan. Ja. Grausam. Hm. Hast du das mitgenommen? Habe ich. Ja, okay. Genau, und hier ist die Waffen- und Futterkammer. Ja, habe ich schon gesehen. Da war ich auch schon mal drin. Ja, weiß ich. Hab auch sofort gesehen, oh mein Gott, das ist ja ein Teil, was ich haben will. Da ist nämlich ein Kampfgewehr drin. Aber ich konnte es nicht nehmen und bin gestorben. Jo. Hallo, Shodan. Nimm mich! Ich bin momentan wirklich nur noch Opfer hier. Ach, schön. Hi. Hi. Auch dringend Upgrade-Einheiten. So, hier waren wir drin, da waren wir drin, da auch. Hier noch nicht, soweit ich weiß. Wo bist du? Ach, du bist da rein. Moment. Um die Ecke. Wir waren hier auch schon drin. Kann nicht sein, weil hier noch Alkohol liegt. Zielspritze, ja. Ein Wartungsgerät. Oh, wie gut. Ich brauche die Teile so dringend, so viele wie ich momentan verbrate. Warum ist hier alles bruchsicher? Ne, hier waren wir. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Dann gehen wir erstmal den Außenrand lang. Das ist ein sehr großes Gebiet. Da. Außenrand rechts. Birma, wo? Sehr hübsche Würmer. Ja. Ui, ist das schwierig. Lass die Hamburger mal hier, ne? Oh, jo. Headshot. Aber es lernt man erst richtig zu wertschätzen, wie sich diese Leute in den Ranch-Only-Runs doch anstrengen müssen. Das geht sehr gut in normalen Spielverläufen. Jo. Oh, dann. Ja, ich habe keine Panzerbrechende Munition mehr.
den im All bringt der wirklich nichts? Müssen wir eigentlich das sind so 6 Schuss mit der normalen. Es geht. Okay. 6 im Gegensatz zu 3, das ist ein Unterschied, weil das doppelt so viele. Ja. Aber ich hab auch sehr viele normale Patronen, das stimmt schon. Wie viel habe ich denn noch? 166 plus die 24 im Magazin. Also 210. Das sind so schön große Zahlen. Eine Creme. Oh. Schade, ich dachte, es wären wieder Speedpillen. Speed? Naja, komm, lass mich dann in Ruhe. Dann hier rein. Hier. Sekt. Da. Chips, ein Chips sind eigentlich dein. Egal. So viel heilen Chips nur auch wieder nicht. Jo. Ja, eins halt, ne? Da sind Chips, da ist ein Apfel. Kommt sie richtig britisch vor. Lock. Mike, yesterday you forgot to replenish the supplies in my quarters again. You know how much I dislike it when I wake up at night and there's nothing to eat. Attend to it directly. I don't want to have to walk to deck 4 in my nightshirt again because you are careless. If this happens even one more time, I will demote you to the cleaning service or let you clean the rat cages. Gute Güte, ist die aufbrausend. Nebenbei, was war das für eine Kirmesmucke im Hintergrund? Kirmesmucke? Kirmesmucke, ja. Kirmesmucke. Keine Ahnung. Ich hab da nichts gehört. Das ist nicht aufgeachtet. Nee. Das war so ein richtiger Jingle, der im Hintergrund lief. Ein Override Shodan ME. Was? Look at it, what that Kerl has in its pockets. Den brauchen wir noch vielleicht. Jo. Sah halt fast aus wie so ein Bild. Und noch eine Lok. Ja! It's clear to me that you are still traumatized. We are all horrified by this terrible disaster. But for you it's much harder because you lost your wife Susan on Ponteby Station. I will do everything in my power to find out what really happened there. We already know that there is only one survivor on the colony Jitaita. The badly damaged escape pod, which we had retrieved, was empty. We didn't find any others. We will continue to interrogate the survivor and to analyze the data from the pod. You are my chief officer, and I need you on the bridge. Keep away from the holding cells on deck 2. Revenge won't bring Susan back. Besetzungsfehler. Was? Sie sagt Deck 2, es steht da Deck 4. Ah. Ein Doppel-EMP-Gewehr, perfekt. Defekt. Gib mal her. Das ist gejammt. Ich will es mir nochmal angucken, genau. Achso. Schade, ich habe auch gerade nichts. Ist das French-Epstein-Gerät nicht zum Reparieren? Zum Modifizieren. Schade. Was denn dann zum Reparieren? Oh, look what I found. Gute Frage. Das ist schön. Gut, erste 4 Handlungen Stärke auf 2 bringen. So. In Stärke 4 kann ich schon mal die bessere Kampfpanzerung tragen, so. Hoch? Ja, das ist die leichte, die brauche ich nicht mehr. Ja, gut, ich sehe hier tatsächlich einen Valleyrap-Bildschirm. Echt? Ja. Das ist eine leichte Kampfpanzerung, die sich jetzt gerade endlos im Kreis dreht. Ist nicht mehr. Spiel! Much, ein Sport hier erst. Oh, das regt mich jetzt gerade so auf, ne? Kryo, das was denn? Mir fehlt gerade ein Punkt, um Standard auf 5 aufzuwerten. Und dann brauche ich noch ein weiteres Mal Standard, damit ich das Sturmgewehr überhaupt ausrüsten kann. Egal. So. Gib mir, hast du das EMP-Gewehr. Reparieren? Oder? Gewehr. Okay. Final Difficulty 65%. Okay.
Energie, wie hoch brauche ich die? 4? Laserpistole geht schon, okay, immerhin. Geschafft. Repariert. Okay. Versuch die nochmal zu modifizieren gleich. Jo. Wenigstens einmal, um eben Energy Storage zu erhöhen. Hier. Jo, Moment. Was nehme ich denn? Stärke kann ich nochmal eins aufpumpen. Ich warte jetzt wirklich ausschließlich auf, Ich hab mein Laserding. Schön. Ich brauche Modifikation von 4, um den noch einmal zu modifizieren. Ja, nutzt den nicht so oft, der regt mich auf. Schön, jetzt noch eine Ladestation, dann bin ich happy. Jetzt noch ganz viele Upgrade-Einheiten, weil ich nämlich... Warte mal kurz, ich bräuchte glaube ich noch 100 oder so. Aber mein massiver Schraubenschlüssel ist eigentlich eine Munitionsanzeige, ich verstehe es nicht. Hat meiner nicht. Achso, das da unten in der Ecke? Ne, oben in der Ecke. Also oben über dem Item direkt. Bei mir nicht. Also ich bin schon voll geheilt. Guten Tag, Belly Rap. Was hat die denn so? Armorpflanzen wieder. Standardmunition, das ist natürlich doof. Und das kostet endlos viel, wow.